Ich begrüße sehr herzlich Nicola Beer, die FDP-Generalsekretärin. Guten Morgen nach Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Kulle. Klar machen wir mit, heißt es in Rheinland-Pfalz. Wir können uns doch nicht verweigern. Aber in Baden-Württemberg klappt es nicht. Warum? Ja, wir wollen einen Politikwechsel und nach den ersten Gesprächen und Äußerungen auch der anderen Parteien scheint das in Baden-Württemberg mit den Grünen nicht möglich. Aber in Rheinland-Pfalz gibt es offensichtlich Bewegung. Anders als Herr Kretschmann hat Frau Dreyer verstanden, dass ihre Regierung abgewählt worden ist. Und jetzt schauen wir mal, ob die Bewegung so ausreichend ist, dass wir unsere Inhalte dort auch platzieren können. Also Politikwechsel war doch auch angesagt in Rheinland-Pfalz, oder? Ja, natürlich. Und wir werden auch nur mit einem Politikwechsel einem Koalitionsvertrag zustimmen. Klar ist, wir wollen eben nicht nur Farbe in eine Ampel geben, sondern auch liberale Leitplanken für eine neue Regierungspolitik. So, dann erklären Sie mal die liberalen Leitplanken und die Kompetenz, die Kernkompetenz oder vielleicht auch dieses Alleinstellungsmerkmal, was Sie beispielsweise in Rheinland-Pfalz durchziehen wollen. Ich glaube, gerade in Rheinland-Pfalz ist es besonders wichtig, dass mit dem Geld, dem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger wieder verantwortungsvoll umgegangen wird, also eine solide Haushaltspolitik gemacht wird, dass ein Schwerpunkt wieder auf Investitionen in Infrastruktur, und zwar nicht nur bei Straße, sondern eben auch im Bereich von Datenleitungen, von Datenautobahnen gelegt wird, um bessere Standortbedingungen zu haben für die Wirtschaft, für mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze. Und wir wollen als Freie Demokraten vor allem eine zukunftsorientierte Bildungspolitik, die ideologische Grabenkämpfe um Schulformen und Strukturen beiseite legt und sich ganz darauf konzentriert, Menschen in unserem Land zu stärken, ihre Potenziale zu entwickeln, sie vorzubereiten und fit zu machen für die Zukunftsherausforderungen in der Arbeitswelt. Höre ich so ähnlich bei Frau Dreyer raus? Was ist das Besondere dann bei der FDP? Naja gut, Rheinland-Pfalz war durch sehr viele Skandale, Verschwendung von Steuergeldern gekennzeichnet. Ich glaube, hier birgt Volker Wissing wirklich als solider Finanzfachmann für Kompetenz und dafür eben mit Bürgergeld verantwortungsvoll umzugehen und es dort zu investieren, wo Zukunft entstehen kann. Und das entsteht eben gerade in der Bildung, wo wir Grundlagen legen, später auch für Wirtschaften. Wir wollen mehr Freiraum, auch mehr Mut für Marktwirtschaft legen. Und das scheint ja ein Politikkonzept zu sein, das die FDP in eine gute Ausgangslage für diese Gespräche gebracht hat. Aber es ist klar, diese Gespräche sind keine Einbahnstraße. Wenn wir uns mit unseren Vorstellungen dort nicht durchsetzen können, dann werden wir eine putzmuntere und agile Opposition sein. Da Sie schon Leitplanke angesprochen hatten, wo ist denn für Sie die Leitplanke, wo Sie sagen, danach geht es nicht weiter? Wenn Grüne und SPD glauben würden, sie könnten einfach die Freien Demokraten zur Fortsetzung ihrer bisherigen Politik benutzen. Wir wollen, dass sich hier ganz gehörig etwas ändert. Wir wollen gestalten und wir sind auch bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen. Aber wir dienen nicht nur als Stützrad dafür, eine abgewählte Regierung an der Macht zu halten. So, und jetzt übersetzen wir das Ganze mal auf Baden-Württemberg. Das wäre doch dort auch möglich. Nein, leider hat sich in Baden-Württemberg aus den Gesprächen heraus ergeben, dass dort dieser Politikwechsel mit den Freien Demokraten eben nicht möglich ist. Warum? Herr Kretschmann hat nicht verstanden, dass er für seine bisherige Politik keine Mehrheit mehr hat. Und dementsprechend haben wir in Baden-Württemberg eben erklärt, dass wir dort putzmuntere Opposition machen werden. Wir sehen dort keine Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne freidemokratischer Ziele. Wie viel haben Sie da wirklich versucht? Die Situation in den verschiedenen Bundesländern ist anders, weil auch die Ausgangslagen anders sind. Ich weiß, dass Uli Rühlke und Michael Theurer da sehr verantwortungsvoll mit umgegangen sind. Aber auch schon die Äußerungen vor und auch unmittelbar nach der Wahl haben gezeigt, dass die weiteren Parteien eigentlich der Meinung waren, man müsse sich fügen als kleinster potenzieller Koalitionspartner. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Wir wollen nicht um alle Macht irgendwelche Dienstwagen oder Posten, sondern wir wollen mitgestalten. Und das war in Baden-Württemberg einfach nicht möglich. Wie viel steuern Sie eigentlich so aus der Parteizentrale in Berlin auch dann bei diesen Verhandlungen und Vorgesprächen in den Ländern mit?
Ach, sehen Sie, Herr Kulle, wir haben die schöne Situation durch den Neuaufstellungsprozess, eine sehr, sehr große Identifikation der Basis mit den Funktionsträgern, und zwar sowohl auf der Landes- als auch auf der Bundesebene erreicht zu haben. Ich glaube, das ist auch einer der Vorteile jetzt bei den Wahlen gewesen, denn eine solche Identifikation quer durch die Partei hätten, glaube ich, CDU und SPD gerne irgendwann mal erreicht. Und das ist einfach auch der Hintergrund dafür, dass wir uns da einig sind mit der Bundesebene und auch den Länderebenen, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg und den anderen Landesverbänden. Das heißt, da besteht eine große Einigkeit über diese Inhalte, die wir durchsetzen wollen. Und das Handling vor Ort, da besteht auch großes Vertrauen in die handelnden Persönlichkeiten. Ja, über Einigkeit innerhalb der Parteien freuen sich die Wähler ganz besonders in diesen Zeiten. Wie ist das aber mit den, ja, mit den Ortsverbänden, mit den Kreisverbänden? Glauben Sie, dass die dann alle mitziehen werden, wenn es denn dann zur Abstimmung steht? Ich weiß, dass es darüber Diskussionen gibt, aber wir müssen ja erst einmal schauen, was in den Verhandlungen erreichbar ist. Und dann wird natürlich diskutiert werden. Deswegen hat Volker Wissing ja schon angekündigt, einen entsprechenden Sonderparteitag über das Ergebnis machen zu wollen. Und dann werden sich die besseren Argumente durchsetzen. Aber trotz der Diskussionen, die es jetzt schon gibt, hat er von der Parteibasis, von den Kreisverbänden und der Landesebene gemeinsam den Auftrag bekommen, erst einmal zu prüfen, was geht. Und dann werden wir uns in aller Ruhe und Gelassenheit die Ergebnisse dieser Prüfung anschauen. Kurze Frage noch zum Schluss. Der Name Ampelkoalition soll jetzt umbenannt werden in Ghana-Koalition, also die Flagge von Ghana, rot, gelb, grün. Sind Sie damit einverstanden? Ich glaube, dass es zweitrangig wichtiger und prioritär ist, was wir für eine Politik machen. Und die sollte nach vorne gerichtet sein, nicht rechts, nicht links, sondern es muss vorwärts gehen in die Zukunft. Dafür danke ich sehr herzlich und wünsche einen schönen 1. April in Frankfurt am Main. Wieder einen schönen Tag noch.